Jetzt jeder, ach komm, heute war großzügig 4 Pferde. Oh. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wo euer Schatz ist, nicht wo euer Herz ist, wo euer Schatz ist, dort ist auch euer Herz. Nicht immer da, wo unser Herz ist, ist auch unser Schatz. Das kann schon mal klaffen, aber du wirst immer mit deinem Herzen dort sein, wo dein Schatz ist. Immer. Immer. Okay. Unser Herz gerade jetzt ist. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Hat sich einer schon mal überlegt, wie das geht? Wenn dein Herz jetzt schon Jesus gehört. Wenn Jesus dein Schatz ist. Eine Idee. Unter Menschen, untereinander. Auf Erden, an den Orten und mit Menschen zusammen sein, die die besonderen Momente mit dir gemeinsam gestalten wollen. Sprich, im Namen Jesu versammelt sein. Ja. Sprich, gemeinsam im Umzug sich gegenseitig helfen. Sprich, ja, und so weiter und so weiter. Schon? Ja? Das ist eine Sache. Ehrlich gesagt, ich hab, als ich das nachgeschlagen habe, wie andere Leute darüber predigen, war ich sehr erschrocken. Weil die haben so gepredigt wie du. Und ich habe diesen Vers, lese ich seit 30 Jahren, und ich habe ihn nie so verstanden, wie alle anderen ihn verstanden haben. Das ist mir heute erst aufgefallen bei der Recherche, sondern ich habe überlegt, also keine Schätze auf Erden sammeln, okay, kann man verstehen, irgendwie. Aber, sondern sammelt euch Schätze im Himmel, da habe ich überlegt, wie ich gerade jetzt im Himmel rumgehe und Schätze sammle. Dass keiner, den ich bisher im Internet konsultiert hat, so, ich muss also echt ein schräges Denken haben. Also ich habe überlegt, wie ich gerade jetzt im Himmel Schätze sammle. Ich kenne eine schräge Geschichte, auf die stehe ich eigentlich nicht, aber die macht es am schnellsten deutlich. Ich stehe nicht richtig auf diese Geschichte, aber so ganz falsch ist sie nicht. Ein Mensch kommt in den Himmel und wird durch sehr viele Räume geführt. Und in einem Raum zum Beispiel, da ist dieses, in einem anderen Raum ist dieses, aber in einem Raum kommt er vorbei, wo er dann sehr erschrocken ist, sagt er, ja, aber schräg hier. Was? Und zwar sind da Hände, Oberarme, Gliedmaßen, Augen, Ohren, neue Innereien. So, schräg, du. Ja, sagt er, das sind all die Sachen, die die Menschen sich nicht abgeholt haben. Ich glaube, vielleicht hat das auch was damit zu tun, Schätze im Himmel zu sammeln. Dort liegen, ich habe für mich, das muss jetzt, müsst ihr euch gar nicht übertragen, das hat was mit meiner Art zu glauben zu tun. Ich glaube, dass die Schätze im Himmel, geht jetzt nur für mich, könnt ihr euch überlegen, ob das für euch auch gilt. Ich glaube, da ist eine Riesenkiste mit Glauben. Ich könnte allen Glauben haben, wenn ich diesen Schatz mir im Himmel suche und dort sammle. Ich könnte alle Liebe haben, wenn ich sie mir im Himmel sammle. Ich könnte alle Hoffnung haben für die Welt und für meine Mitmenschen, für die Ungläubigen, wenn ich mir aus den Schatzthron des Himmels das sammeln würde. Das ist eine andere Art, ja? Ihr müsst das so nicht verstehen, aber das ist, wie ich da drauf gekommen bin. Es deckt sich ein wenig für mich mit dem Wort Gnade. Ich brauche überhaupt nicht Glauben. Es gibt allen Glauben in den Schatztruhen Gottes für mich. Ich brauche überhaupt nicht lieben können, weil ich es echt nicht hinkriege. Aber alle Truhen sind voll und Gott sagt, ich möchte gerne es mit meinen und meiner. Möchtest gerne, dass du, Dagobert, das drauf hast. Nicht, weil du es drauf hast, sondern weil ich es dir drauf gebe.
Mit diesem Jesus gebe ich dir die Liebe drauf, die Hoffnung drauf, den Glauben drauf und alles. Ich komme auf dieses Thema, weil Andrea hat mich beim letzten Donnerstag, wir treffen uns 14-tägig, mal gefragt hat, was hast du gefragt, wie war diese Geschichte nochmal? Es gibt Menschen, die sind gläubig und die leiden manchmal mehr als die anderen, die nicht gläubig sind. Und wir haben uns die Frage gestellt, woran könnte das liegen? Ja? Wir haben uns die Frage gestellt, woran könnte das liegen? Und eine Sache ist sicher, es liegt nicht an diesen Menschen. Das ist uns auf jeden Fall schon mal total klar gewesen. Es liegt nicht an diesen Menschen, weil er ja nicht genug glaubt, weil er nicht genug liebt. Auf der anderen Seite ist auch völlig klar, es liegt nicht an Jesus Christus. Er hat das ganze Werk vollbracht. Aber was ich doch ganz sanft sagen möchte, es liegt daran, wo wir unsere Schätze sammeln und suchen. Ist nur eine Behauptung. Gott ist gnädig.